Andreas, mal rein. Hi. Hey. Hast du noch kein Feierabend, Sven? Ich habe doch gesagt, wir treffen uns hier, machen mal einen Rundgang und machen mal einen anderen Rundgang, einen etwas anderen Messerundgang. Du hast mich angesprochen und hast gesagt, lass uns doch einfach mal nicht über Karthago reden und über Teilintegrierte, Vollintegrierte oder irgendwas. Lass uns doch mal in andere Hallen gehen. Lass uns mal in eine andere Halle gehen. Ja, können wir gerne machen, wenn du möchtest, ist das überhaupt kein Problem. Wir können uns hier rechts und links die Kastenwagen angucken oder unten Arvinger Toilettensysteme. Hast du das schon gesehen? Ja, kannst du umrüsten, eine ganz normale Kassettentoilette zu einer Trenntoilette. Ganz genau, finde ich gar nicht schlecht, weil du einfach, ich sag mal, ein Bestandsfahrzeug auch ohne Probleme umrüsten kannst. Es sei denn, du hast halt die Keramikschüssel drauf, dann ist es zwar auch möglich, aber eben wesentlich komplizierter. Aber es ist eine sehr, sehr gute Alternative. Das Thema Toilette ist ja im Moment quasi in aller Munde, nicht falsch verstehen. Was ist das hier eigentlich hier? Ist das hier eine Halle nur für Kastenwagen? Also hier in der Halle, würde ich sagen, ist 95% nur Kastenwagen ausgestellt. Früher waren wir mit unseren Malibu Vans, waren wir auch hier in der Halle vertreten. Aber jetzt haben wir natürlich den Gruppengedanken und haben in Halle 16 Malibu Kastenwagen, Malibu Reisemobile und natürlich auch Karthago zusammen. Aber was ist denn das für ein Dach hier drauf? Das Dach, was hier drauf ist, was ist denn hier drauf für ein Dach? Ist das selbst gebaut? Nein, das ist eine Sky-Up. Das ist cool, das Dach. Ja, danke. Das ist riesengroß, auch hier mit dem Metall. Also man kann sich schon mal umgucken. Also es gibt auch andere Väter haben auch schöne Töchter. Das ist ja gut so, dass es auch andere gute, wettbewerbsfähige Produkte gibt, weil das strebt uns ja auch immer an, ich sag mal, uns weiterzuentwickeln. Ne? Das brauchen wir im Markt einfach. Wo seid ihr her? In Slowenien. Nochmal, in Slowenien. Slowenien, ja. Die können leider Reisemobile bauen, Slowenien. Ja, in Slowenien wird ja auch bei uns der Kastenwagen gebaut. Der Malibu kommt ja auch aus Slowenien und auch die Malibu Reisemobile und die kleinen Karthagos bis zum C-Line. Und also wenn sich ein Land etabliert hat, um Reisemobile zu bauen, dann Slowenien. Guck dir mal hier die Möbel an. Das ist ja krass, hast du gesehen, wie rund die Möbel hier sind. Also es ist schon schön gemacht, das Ding, oder? Ja, macht auf den ersten Eindruck, macht es auch wirklich, ich sag mal, keinen schlechten Eindruck, auch von der Farbgebung her jetzt, ne? Muss man einfach mal so sagen. Oft sind ja die osteuropäischen Produkte alles ein bisschen rustikaler für den russischen Markt teilweise, ganz, ganz wild, ja, aber das wird da gerne genommen, aber das hier geht. Aber die Möbel hinten, hast du gesehen, wie schön die gemacht sind, also hier mit dem runden Design, so ein bisschen auf 60er Jahre, weißt du, Kühlschränke? Ja, quasi dieser sogenannte Vintage-Stil, der kommt hier zum Tragen und es sieht wirklich also auch sehr harmonisch aus. Der Vintage-Stil? Ja, genau. Vintage meinst du? Ja, genau, den habe ich schon anders gesagt. Du hast gesagt Vintage. Okay, das kann vielleicht daran liegen, dass ich heute schon 3 Sekt getrunken habe und es ist noch sehr früh. Ist letzter Tag, es ist Sonntag. Ja, ja. Ich habe 11 ja. Tage hinter mir, du hast mich eben angeguckt, hast gesagt, Sven, du siehst scheiße aus, hast du gesagt, und dann, du bist vollkommen fertig, hast du gesagt. Ja, also du siehst echt nicht gut aus. Jetzt stehe ich ja vor der Kamera und nicht du. Von daher, vielleicht gibst du mir mal ganz kurz die Kamera. Ja, warte mal, ich kann die umdrehen. Warte mal. Ja, dreh mal rum. Wenn ich hier dreimal drauf drücke, da sind ja, wir beide. Also wenn ich die roten Wangen hier sehe, der sieht heute echt nicht gut aus, der Kerl. Ich hatte auch eine Grippe, muss ich dazu sagen. Ich habe trotzdem gearbeitet. Nein, ist weg. Grippe ist weg. Ja, aber Sonntagmorgen ist halt tatsächlich so. Viele, viele Kunden haben heute Morgen echt ihr Versprechen gehalten und sind am Sonntagmorgen echt zurückgekommen und haben gesagt, okay, komm, wir machen das noch. Das war ein gutes Angebot. Die Camper-Manufaktur Berlin.